So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder da und ich bin in der Nacht im Regen noch nach Hause gelaufen. Und da sitzt immer noch die gute Theresa und näht im Regen. Ja, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Die Wolken sind jetzt auch nicht so krass. Der Hund schwebt nicht mehr. Der Bug hat sich nach dem Neuladen anscheinend behoben. Endlich, Köter, du bist gerettet. Du funktionierst wieder. So, und wir wollen mit dem guten Herrn Müller reden. Ich habe meine Meinung wegen des Auftrages geändert. Ich habe genug Geld, um meine Schulden zu begleichen. Ich habe genug für die Schulden. Und ich habe schon geglaubt, du bist blöd wie ein Pisspot. Her damit. Den Auftrag kannst du aber immer noch annehmen. Okay. Kein Interesse. Kein Interesse. Oha. Okay, du wolltest etwas von mir, interessiert mich nicht. Erzähl mir von den anderen Müller, erzähl mir von dir, wegen der Sache, ich will das nicht machen. Erzähl mir von dir. Erzähl mir ein wenig von dir. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wurde in der Mühle geboren und ich werde hier auch sterben. Aber vorher muss ich schuften und hoffen, dass mal wieder Frieden im Land einkehrt. Ja, also wie wir alle. Kann ich dich was fragen? Würdest du mich Taschendiebstahl lehren? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Nee. Ja, er ist halt... Das haben wir gestern schon festgestellt, nicht? Das Spiel ist sehr darauf ausgelegt, dass du gleich in den ersten 3-4 Nebenquests irgendwie böse wirst. Finde ich halt irgendwie nicht so geil. Also da ist die Verteilung der Quest am Anfang nicht so schön. Außer für die, die dann natürlich wirklich böse und alle ermorden und alles klauen wollen. Das funktioniert sehr gut, nicht? Aber alle anderen gucken dann einfach ein bisschen drein. Die vielleicht einfach nur Blümchen pflücken wollen und... Ja, das nicht machen wollen. Man wird ja quasi halb dazu genötigt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches mein Bett war, aber ich glaube das untere. Ich meine, ich bin im Fiebertraum aufgewacht. Woher sollte ich das wissen? So, wo sind wir denn hier? In den Topf geben. Schlafen. Setzen. Schlafen und speichern. Hier ist nur Schlafen. Dann ist das hier unser Schlafen- und Speichernpunkt. Schlösser knacken. Wie lange? Ich würde sagen, bis 7 Stunden. Hallo? Beginnen. E. Ach so. Ich habe mit der Maus gedrückt. Ich habe mich gewundert, hä? Nicht, die Texte sind auch nicht mittig und sowas. Gesundheit ragt rüber. Ja. Kleinigkeiten. Mal gucken, wie es im zweiten Teil dann wird. Hat das Spiel Spracherkennung? Wofür? Also nicht, dass ich wüsste, es ist von 2018. Also ich wüsste nicht mal ein Spiel, was heutzutage Spracherkennung hat. Wofür? So, die letzte Stunde geht immer langsamer. Theresa schläft noch. Das ist gut. Bei Gruselspielen oder so macht Spracherkennung ja durchaus Sinn. Aber hier... Da gab's doch dieses eine. Ah ja, weg mal alle. Es regnet immer noch. Was sind denn das für doofe Zeiten? Das sind keine schönen Zeiten hier. Können wir hier oben überhaupt rein? Es ist auch alles so dunkel. Ich habe auch keine Fackel, nicht? Ich hätte doch eine Fackel auf dem Feld mitgehen lassen sollen. Dann hätten wir wenigstens eine gehabt. Jetzt haben wir gar keine. Wir sind immer noch überladen. Aber bis wir oben sind... Und am Baum regnet es auch, ja. Der hat nicht so ein dichtes Blätterdach. Bis wir oben sind, ist Tag, nicht? Und die Läden haben dann hoffentlich offen. Oh, ein paar Mohnblümchen. Jawohl, Kräuterkunde ist aufgestiegen.
Das ist aber ein sehr guter Start. Dann können wir nämlich direkt hingehen. Mal gucken, was wir noch lernen können. Pferdekraut, Botanica. Du kannst Kräuter 15% teurer verkaufen. Oder Kreuzsämen. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du Erfahrung für deine Stärkeleiste. Oh, das ist interessant. Das ist beides sehr interessant, oder? Also Stärke oder mehr Geld. Mehr Geld ist am Anfang natürlich gut, aber mehr Stärke auch. Ich nehme Kreuzsämen. Mehr Geld. Geld ist nur Masse, nicht? Das hier kann ich durch andere Sachen nicht kompensieren. Stärke, Bollwerk, Hochwohlgeboren. Nee, das wollten wir uns aufsparen, nicht? Bis wir da höhere Level haben und Empathie und sowas freischalten können. Spracherkennung, weil das Spiel etwas wiederholt, was ich sage, ja, weil ich lesen kann. Das nennt man Lesen. Ich lese vor. Da stehen ja durchaus Texte, die danach einfach nochmal gesprochen werden. Aber damit man weiß, welche Texte ich lese, ist es ja gut, dass ich sie euch vorher vielleicht anlese. Dann wisst ihr wenigstens, was gleich kommt. Und manchmal gehe ich da nicht mit der Maus unbedingt drüber. Kann ich spurten? Ja, ja, weiß ich ja, weiß ich ja. So, noch mehr Löwenzahn. Aber ich sag mal so, in irgendwie ein paar Jahren wird es durchaus so sein, wie du sagst. Da wird das Spiel wahrscheinlich erkennen, was man dann sagt. Dann ist natürlich nur die Sache, manchmal sagt man ja Sachen, ohne sie machen zu wollen, weil man überlegt laut. Dann ist das scheiße. Also für mich wäre das nix. Ich hoffe, sowas kommt nicht. Genauso wie Gedankenerkennung oder sowas. Da muss man sich viel zu sehr konzentrieren und nicht abschweifen. Manchmal ist man doch für ein paar Sekunden im Kopf woanders. Was macht die Software währenddessen? Abstürzen? Alles komplett über den Haufen werfen? Nein, ich bin noch für klassische Eingabemethoden. Ich glaube aber, wenn junge Leute irgendwie nur noch diese Eingaben kennen würden, dann würden sich auch ihre Gehirnstrukturen dran anpassen. Dann kann das funktionieren, aber für die Generation, die aktuell leben, wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, noch so 100 Jahre... Dann vielleicht. Noch ein bisschen Kamille nehmen wir mit. Und was haben wir hier noch? Brennnesseln? Naja, die bringen nicht so viel. Die ärgert mich am meisten, dass man das nicht einsammeln kann. So, da ist noch Ringelblumen. Hm, das gibt Geld. Noch eine Distel? Ja, Fokus. Fokus, da ist irgendwas. Fokus. Ja, da haben wir sie. Also das ist wirklich echt ein Problem. Und ich weiß noch, wie ich hier von den Bergen teilweise gestoßen wurde, wenn ich hier rumgelaufen bin. Hier oben noch ein bisschen Mond. Was ist das? Auch noch mehr Disteln. Sehr gut. Und Lytro geht jetzt einkaufen und das machen wir auch. Aber wir gehen eher verkaufen, würde ich sagen. Wir haben genug gesammelt. Und dann haben wir, wie viel haben wir denn überhaupt dann an Geld? Wir haben 75 jetzt schon. Und das, obwohl wir alle ausbezahlt haben. Das ist super. Dann können wir uns vielleicht doch die ersten kleinen Ausrüstungsgegenstände kaufen, die besser passen als das, was wir anhaben und vielleicht das ein oder andere weggeben. Das brauchen wir ja dann nicht unbedingt mehr. Oh, und wir können gucken, ob wir Tränke brauen können aus dem, was wir hier haben. Das wäre natürlich auch nochmal sinnvoll, um den Trank zu verkaufen. Das war ja unsere eigentliche Idee. Okay, dann das zuerst. Dann heben wir uns hier mal ein paar Disteln auf, falls wir die für irgendwas brauchen. Und Kamille am Wegesrand auch. Haben wir ja alles zu genügen im Inventar. Was ist das?
Das ist wieder die Pflanze, die man nicht einsammeln kann. Oh, Pilze. Pilze sind gut. Schirmlinge. Das sind die Schirmlinge, die ich damals gesammelt habe. Und dann bin ich hier runter irgendwo den Hang lang gekraxelt, weil ich hier erkundet habe. Und war überladen, weil ich was gefunden habe, was ich einsammeln wollte. Und dann war durchaus das Problem, dass die halt nicht einzeln aus dem Inventar geworfen werden, sondern so, dass alles einzeln auf dem Boden landet. Das sieht sehr, sehr lustig aus. Ich kann das ja vielleicht mal mit was anderem zeigen, was wir jetzt noch nicht so oft haben. Zum Beispiel vielleicht die Kamille fallen lassen. Ah, die fallen im Beutel raus. Ah, warte mal. Wie viele Schirmlinge habe ich denn? Oder die haben das gepatcht. Das kann natürlich auch sein. Wo haben wir denn sonstiges? Ne, die müssen noch bei Nahrung sein. Brötchen, Dörrfleisch, Schirmlinge. Okay. Ne, seht ihr? Die fallen einzeln raus. Und wenn man davon 300 im Inventar hat und denkt so, die Pilze sind das, was am wenigsten wert sind. Das, ich empfehle es euch nicht. Das Spiel bleibt durchaus hängen dabei, unter Umständen, wenn es zu viele sind, weil alle dann erstmal physikalisch berechnet werden müssen. So, ohne die doofen Marktschreier. Hier in die Richtung gehen richtig die FPS runter. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe schon die 4K Texturen drauf. Ich liebe das, wenn das im zweiten Teil auch nur halb so atmosphärisch wird. Oh oh. Jetzt sind wir auf jeden Fall sauber. Ach du Scheiße. Oh, da haben wir aber Glück, weil wir können eigentlich nicht klettern, wenn wir überladen sind. Da hätte ich mich fast weg festgebackt. Eieiei. Okay, dann gehen wir hinten in die Stube. Ich glaube, auf dem Friedhof wachsen auch noch die ein oder anderen interessanten Blumen. So, wir gucken mal hier ins Buch. Was haben wir da? Brennnessel? Tollkirsche haben wir nicht. Wir können nichts anderes, nicht? Wir haben nur dieses eine Ding und die einzelnen Pflanzen, was die bedeuten. Das können wir uns angucken. Und das sind die, wir können nur den Retterschnaps, Brennnessel und Tollkirsche. Ja, die haben wir nicht. Okay, vielleicht können wir von unserem Geld, ich wollte nicht, oh, was ist das? Die Konsole. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Ich wollte doch nicht. Jetzt ist irgendwas da reingekippt. Ich hoffe, wenn er den nächsten Trank baut, explodiert er nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Was ist das für ein Wetter in Rattay? Ist ja ein Sommer wie in diesem Jahr. Nur am Regnen. So, wann macht der hier auf? Hm, keine Öffnungszeiten dran stehen. Alles Faulpelze. Wäre schon gut, wenn wir die Kräuter erst verkaufen würden. Da war der Fleischer. Wir können einmal zur Kirche vielleicht gehen. Da waren wir noch nicht. Haben wir die in der Erkundung auch gleich mitgenommen. Kamille, Brennnessel, Gräber. Wer ist er? Was machen Sie hier? Du hast doch gerade was geklaut. Wächter. Mhm. Natürlich Wächter. Würde ich jetzt auch behaupten. Sag mal, wie klein ist diese Tür? Schubkarre. Ah, hier ist der Wehrgang und der Wehrturm.
Da kommen wir wahrscheinlich aber auch nicht rein. Doch. Wir dürfen hier sogar drin sein. Nein, dürfen wir nicht. Okay. Es wird nur angezeigt, wenn man nicht... Ah, okay, bis dahin dürfen wir hier nicht mehr. Schild. Ungeschmiedete Sense. Oha. Ich glaube, ich war hier noch nie drin, aber gut. Ja, eh alle stehlen, nicht? Klopfer. Wir gehen lieber wieder raus. Wir wollen uns lieber nicht mit der Stadtwache anlegen. Noch nicht. Ah, hier kommen wir auch auf den Wehrgang. Alles klar. Was da? Pinkelloch? Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Hier haben wir wieder einen Bildstock. Aber da steht nichts dran, okay. Misthaufen, noch ein Aufgang. Noch ein Hund. Ja. Und nochmal waschen. Schlossknacken schaffen wir auch nicht. Wer ist sie? Bürgerin, die hat auch wieder nur die gleichen. Benötigst du etwas? Ja, Regenratei. Wir könnten ihr nur irgendwas nach dem Weg fragen, aber dann gehen wir doch mal in diese prachtvolle Kirche hier. Adam und Eva mit der Schlange und dem Apfel. Weihwasserbecken. Oh, eine Treppe. Schon gut gemacht, oder? Also wer wirklich schon mal in sowas war, vielleicht ein bisschen hoch, ne? Ich kenne durchaus, gut, das ist eine größere, aber ich kenne durchaus Kirchen, die so sind, aber halt nur halb so hoch, weil die Menschen halt früher auch nicht so hoch waren, nicht? Da ist hier dann gleich eine Ebene, wo man sich den Kopf stößt. Von Sünden freikaufen. Wir haben keine Sünden. Tauft sind wahr. Gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchtet. Dann gehen wir gleich hoch. Okay, hier ist nix. Was auch immer das hier ist. Gesegnet seid ihr, Domine e Patre. Sanctus e... irgendwas. Ich wähle mit den Armen. Ja. So. Unser Tageswerk ist auch vollbracht. Luther wurde leider noch nicht geboren. Kommen wir auch noch nicht rein. Okay, die ist sogar so zu, dass man da gar nicht rankommt. Und da ist der Kirchturm. Boah, gefährliche Stufen. Wer sich Beine brechen will, der ist hier gut beraten. Und das ewige Licht leuchtet ihnen. Die Seelen aller Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit. So, jetzt hat doch aber hoffentlich der Alchemist schon offen. Aber die Rezepte waren recht teuer, nicht wahr? Das heißt, wenn wir uns jetzt da eins kaufen, müssen wir uns sicher sein, dass wir es herstellen können. Oh, hier gibt es immer Slowdowns. Immer noch nicht. Boah, mein Gott. Wie spät ist denn überhaupt schon? 9 und der hat noch zu, oder was? Mann. Beran. Guten Tag. Okay, ich kann ihm immer noch kein Geld geben.
Hat vielleicht der Dings endlich offen? Der Schneider? Nochmal waschen. Wir waren in der Drecksuhle da hinten. Auch noch zu. Ah, klasse. Wir sind auf jeden Fall nicht sehr handelsgewillt. So wie die hier. Die Markschreierin schon am Schreien. Ist das die Frage, warte ich noch eine Stunde? Nee, oder? Also, ich warte, aber ich warte jetzt nicht, indem ich noch irgendwo anders hingehe. Da bitte. Warten dort so lange, wie in echt zu warten. Ey, ey, ey. Wo gehst du hin? Warum ist hier noch nicht offen? Macht der nicht um 9 auf? Oh, Mann. Das sind Schlafnasen. Kein Wunder, dass es mit der Wirtschaft in Rattay nach unten geht. Aber du hast offen, oder? Oh, ist heute Sonntag? Wo sehe ich denn den Wochentag? Nicht, dass Sonntag ist und die eh zu haben, aber dann wäre der Markt doch zu. Obwohl, Markt gibt es auch am Wochenende, nicht wahr? Irgendwo kommt man doch eine aktuelle Zeit, 9.04 Uhr. Kann man nicht irgendwo einen Wochentag oder sowas sehen? Weil in dem Tempo jetzt weiterlaufen macht natürlich wenig Sinn. Wozu bin ich extra um 5 Uhr hierher gelaufen? Weil ich dachte, der macht um 8 oder 7 auf. Wenn er einfach nur ein Faulpelz ist. Da ist ja der halbe Tag schon rum. Ja, jetzt hat er offen. Endlich. Ja, da bist du überrascht, nicht? Die Kunden warten schon vor der Tür. Guten Tag. Mister, ich weiß nicht, wie lange ich schlafe. Wer kann mir Lesen beibringen? Das ist auch interessant, aber erstmal gucken wir. Da, Rezept für 400. Ach du Scheiße. 300. 1,2K. 204. Okay, das mit dem Tränken können wir uns, glaube ich, in die Haare schmieren für eine ganz, ganz lange Zeit. Dann verkaufen wir ihm nur Sachen. Den Baldrian. Die Brennnesseln. Die Disteln. Nicht alle. Das Johanniskraut. Auch nicht alle. Kamille. Ah, Löwenzahn auf jeden Fall. Muss wegen Blumenmädchen halt aufpassen, nicht? Minze? Oh, Minze riecht bestimmt gut. Da müssen wir 3 aufheben. Mohnblumen. Nehmen wir von jeder 2 auf? Ist besser, oder? 2 muss reichen. Ach, die Szenen können komplett weg, oder? Und Ringelblumen auch? Wenn nicht, sammeln wir schnell eine neue Blume. Dann werden wir auch nicht mehr überladen. Wow. Wir würden 43 dafür kriegen, nicht? Und ich habe das nicht mal geskillt oder so. Das Spinnnetz ist ein bisschen was wert. Das Salz. Ah, wir hätten mal was ablegen können. Ah, die Schirmlinge. Ja, 0,1. Das ist jetzt auch nicht so die Sache. Okay. Dann falschen wir. Lass uns über den Preis sprechen. Und jetzt machen wir wieder Trick 17. $41,5. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Nun denn, recht herzlichen Dank. So, das verbessert nämlich den Ruf. Sehr gut, wir haben 117, nicht? Er hat 2 quasi erlassen bekommen. Und dann haben wir einfach einen besseren Stand hier in der Stadt. Wo kann man das ansehen?
Hier, Ruf. Da sind wir dann schon auf... Ach, ist Talmbark, nicht? Wir sind nicht in Rathai. Nee, wo... Stimmt, eigentlich müsste doch hier irgendwo Rathai auftauchen. Oder? Wir sind doch nicht im Talmberg. Ist doch Rathai. Ja, unteres Tor von Rathai. Wir haben noch gar keinen Ruf in Rathai. Na gut. Merkwürdig. Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl als zu bergen. Ja, ja. Aber wir können uns wieder normal bewegen. Das ist doch wichtig. So, hier hinten, glaube ich, ist immer wenig los, nicht? Hier sind Hunde. Hier sind Häuser, die man aufknacken müsste. Bier. Da steht nicht stehlen. Okay, wenn nicht stehlen dran steht, dann ist es auch nicht stehlen. Oder? Nein, wir haben 10 Bier bekommen. Na, da ist der Drink, den ich euch gestern versprochen hatte. Die Runde geht auf mich, Leute. 10 Bier. Ich wusste gar nicht, dass sie hier eine Brauerei haben. Und einen Keller. Du Scheiße, in den ersten Spieldurchgängen habe ich das Spiel ja gar nicht erkundet anscheinend. Schloss knacken. Setzen. Schloss knacken. Ja, wir wollen ja nichts knacken. Was war das? Elefanten? Ah. Else die Kuh. Bürgerin, mit der müssen wir nicht reden. Okay, hier dürfen wir nicht sein. Krämer. Oh oh, schnell raus, wir dürfen hier nicht sein. Aber 10 Bier war schon mal ein guter Erfolg. Und ich würde sagen, das haben wir uns auch verdient, oder? Weil das erhöht unsere Trinkfestigkeit. Das kann uns in der einen oder anderen Situation nämlich gut und wichtig bekommen. Das ist nämlich ein Skill in dem Spiel. Deswegen sollten wir uns da regelmäßig drin schulen. Weil gerade in einem Mittelalterspiel es doch mal vorkommen kann, dass wir... Glukos brauchen wir noch nicht, wir waren gestern erst. Dass man doch mal in eine Situation kommt, in der man... Leute, ja, ohne Gewalt überzeugen will und das ist ein Trinkduell doch, glaube ich, genau die richtige Sache. Vor allem, wie oft man sich waschen muss. Die 3 Meter machen einen so dreckig. Ich hoffe, das System überarbeiten sie auch ein bisschen. Ich finde es sehr, sehr geil mit dem dreckig werden. Aber nur weil ich hier einmal durch eine Pfütze laufe, bin ich so dreckig, dass ich mich waschen muss. Ist ein bisschen zu krass vielleicht. Händlerin. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Okay, ich wollte mit dir handeln. Da ist dein Krämerladen. Ladenwache, du bist der Händler. Beste Grüße. Lass uns handeln. Möge Gott über dich wachen. Was verkaufen wir ihm denn? Das Dörrfleisch essen wir, die Brötchen, die sind nichts wert, das Bier ist halt nichts wert, nicht? Die Schirmlinge sind nichts wert, der Wein wäre ein bisschen was wert, der Ritterschnaps ist was wert. Ja. Ja, sonst haben wir nichts, was er möchte. Und er hat auch nichts, was wir wollen, nicht? Von daher. Er hat nicht mal Dreck. Larry findet das geil, wenn es dreckig wird, sagt Normalement. Ah. Ah ja. Ja, nicht. Deswegen wasche ich mich ja ständig. Das zieht mich unsere Werte durchaus nach unten. Okay, hier ist verschlossen. Und das ist dann immer schlecht, wenn man mit den Menschen interagieren muss.
Wobei ich halt keine Ahnung habe, ob es beim dreckigen Volk oder Gemeinvolk besser ankommt, wenn man dreckig ist. Was haben wir hier? Stehlen. Nee, stehlen wollen wir nicht. Ich dachte, ich kann ein paar Eier rauspicken. Ah, ich wollte doch gerade sagen, ich war doch bei so einem gelben Feld. Warum ist es auf einmal so? Anscheinend gibt es hier auch noch ein Seitending. Ja, aber da können wir auch nichts rausholen. Oh. Oh. Oh, was für ein Ausblick. Oh. Sag mal, habe ich den Ausgang... Den habe ich ja nie entdeckt, glaube ich. Guckt euch mal diese View an. Herrlich, oder? Ja, ich habe schon verstanden, wenn ich dreckig werde. Aber das mag ich halt nicht, weil... Wie gesagt, es zieht die Werte nach unten. Wow. Ey, hier ein falscher Tritt und du liegst unten. Aber sag mal, wo führt denn das Ding hier hin? Johanniskraut. Das gibt Geld. Ja. Lass uns ein paar Sachen stehen, falls wir die später brauchen nicht. Mal so immer mal hier und da eine Hand pflücken. Ich finde es immer cool, wie bei Fallout 3 damals. Da war auch, man ist in die Welt gekommen und hat dann so gedacht, boah, zum Beispiel da hinten, da will ich hin. Was gibt's an diesem Baum? Oder da hinten ist eine Radaranlage, nicht? Hier ist es ein bisschen anders. Hier sieht man zum Beispiel da den Bauernhof. Gut, das Spiel ist ein bisschen weiter gefasst, nicht? Man kann gar nicht so weit gucken. Überall Bäume, da hinten ist noch was. Da unten gibt es Wege. Aber es ist immer sehr gut, wenn so eine Welt einen dazu animiert, sie zu entdecken, finde ich. Und da unten wird es auch ein paar Sachen geben, aber da gehe ich jetzt nicht lang. Oh, die blauen kann man nicht pflücken. Mal, wo führt das denn hin? Ich glaube, das führt jetzt nicht dahin, wo ich hin will, nicht? Aber gut zu wissen, dass es das überhaupt gibt. Und gleich sind wir wieder überlastet. Da kommen wir irgendwo in einen, ja, Hügel an der Stadt. Okay. Scheint ja ein frequentierter Weg aber zu sein. Auf jeden Fall sehr schöne Aussicht. Wie gesagt, ich freue mich auf den zweiten Teil, wie es dann hier aussieht und wirkt. Salbei. Oh. Achso, die kann man nicht, das ist nicht Salbei, okay. Eieiei. Ja, da wollen wir nicht runterrollen. Zum Glück ist die Tür nicht zugegangen. Aber auf jeden Fall eine gute Tür für Angreifer, wenn die kennen. Gut, in voller Montur den Berg hochstiefeln ist, glaube ich, so, dass man doch gut abgefangen werden kann. Okay, privater Bereich. Ja, ja. Und wir laufen gerade erstmal die eine Seite ab, nicht? Bürger, interessiert mich nicht. Jäger haben wir entdeckt. Okay. Hier wieder nix. Was ist das? Nichts zum Einsammeln, schade. Brennnesseln. Heia! Schenke! Yeah. Schenke klingt gut. Nehmen wir auf dem Rückweg mit. Oh, was zu essen. Können wir es reinkippen? Nee, ich wollte was essen. Sattheit 84, das ist gut. Das Frühstück um 12. Gott sei mit dir.
Gott sei mit dir. Übung. Jagen oder Hundemeister? Mehr ich gucken. Wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, bin ich gespannt. Aber nur gegen Silber. 60. Würden ihn vielleicht auf 50 runterkriegen. Handeln. Kunst des Aufbrechens. Auch jagen ab Level 5. Noch mehr Schatzkarten. Die 12er. Andere Bögen. Und verkaufen können wir ihm wahrscheinlich auch. Doch, die Kräuter. Aber nee, verkaufen wir die Kräuter lieber bei dem einen, nicht? Und bei ihm andere Sachen, die wir vielleicht finden, wie ja, irgendwelche Zähne oder sowas. Aber das Spiel ist auch sehr unrewarding, nicht? Also, sowas hier wäre zum Beispiel ja in einem anderen Spiel, da wäre auf jeden Fall eine Lootbox oder irgendwas, was man mitnehmen könnte. In Kingdom Come Deliverance läuft man oft einfach in Stellen, wo halt einfach nichts ist. Und das finde ich richtig gut, weil ich finde, viele Spiele haben so übermäßig viel Loot und dann ist es irgendwann sinnfrei in meinen Augen. Also wenn ich immer besseres Zeug kriege, warum soll ich überhaupt sammeln? Weil ich weiß ja, ich kriege ständig Besseres. Mir fehlt da so ein bisschen die Herausforderung heutzutage. Aber ich glaube, je jünger man ist, desto einfacher möchte man es haben. Und da passen sich die Spiele heutzutage oft auch an. Oh, wir sind einfach auf einem Teilwehrgang. Oh, okay, das wird nicht gut ausgehen. Heilige Maria! Ja? Was ist es? Los mit dir? Ja, du stehst im Weg. Hallo? Sakra! Komm hier nicht weg, solange er da steht. Was soll... So. Auch sehr klasse. Okay, das ist anscheinend ein Bereich, wo ich nicht hin darf, der nicht gekennzeichnet ist als Bereich, wo ich nicht hin darf. Und dann rennt er einem hinterher und blockiert einen, sodass man wegkommt. Ja, in so Privatgemächern ist halt auch selten was zu holen, nicht wahr? Das ist wie im echten Leben. Alle so arm, da gibt's eh nix. Oha, geheimer Durchgang. Aber nichts Geheimes gefunden. Wir können wieder Eier klauen. Schleifstein. Oh ja, wir können nochmal Äxte vielleicht reparieren. Haben wir noch irgendwas? Zustand ist 91. Na, die anderen Waffen haben wir alle verkauft, ne? Na, 91 lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Da mache ich sie eher kaputt als ganz. Ein Schmied! Jawohl. Endlich sind wir zu Hause. Stehlen? Nee, stehlen wollen wir nicht. Hallo, Herr Schmied, wo sind Sie? Da ist der Schleifstein. Ach komm. Für die Erfahrung machen wir's. So, erstmal drücken. Jetzt den Winkel. Ich glaube, bei der war so gut. Und jetzt... Ja. Okay, wir gucken. 76. Okay, es war schlecht. Vielleicht eher flacher.
Wahrscheinlich habe ich sie jetzt komplett kaputt gemacht. 95. Na, wesentlich besser, oder? Vorher 91, jetzt 94. Das heißt, sie ist wieder scharf. Oh, noch eine Kirche. Die Stadt ist aber auch voll. Hier so eine, meinte ich nicht. Nur, dass das eigentlich tiefer hängt. Aber kann sein, dass wir natürlich auch nur 1,60 groß sind. Das ist ja nirgendwo festgeschrieben hier. Von Sünden freikaufen? Wir haben Sünden? Was für Sünden haben wir? Und warum kostet das 100? Okay, da geht's zur Burg rüber. Da wollen wir noch nicht hin. Ich meine, hier gibt es noch eine ganze Stadt zu erkunden, nicht? Da waren wir überall noch nicht. Wir waren gerade mal auf der rechten Seite und da bei den äußeren Häusern bisher. Wir wollen eh nichts klauen. Aber hier können wir überall essen gehen, nicht? Das ist eigentlich gut. Oh, hier ist eine Taverne. Oh, schöner Ofen. So einen kenne ich auch noch, als wir früher mal in Bayern waren. Oh, ich wollte nicht mehr schleichen. Oh, wieder waschen, nicht? Wir sind schon wieder dreckig. Und nein, er mag es nicht dreckig so sein. Er wird nur ständig dreckig. Wieder die Bettler. Gucken uns erst die Seite an und auf dem Rückweg dann die andere. Und ich meine, die wird noch breiter als das. Da sind also teilweise auch zwei, drei Häuser hintereinander. Bürgerinnen. Hier wächst auch nichts Besonderes weiter. Noch eine Schenke. Mein Gott. Was haben wir hier? Wieder nur ein Miststall. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder dreckig. Und einen neuen Schnellreiseort haben wir freigespielt. Warum blinkt das hier so? Aus Scarlet bin ich, ihr guten Leute. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Okay. Und hier draußen geht's auch noch weiter, nicht? Da haben wir einen Hintereingang zur Burg. Oh, guck mal. Das nenne ich eine Burg. Nicht das, was wir im letzten Mal gesehen haben, als wir mit dem Rad unterwegs waren. Aber sowas steht heute ja nicht mehr großflächig rum. Vielleicht erlebe ich es irgendwann, dass ich in meinem Leben nochmal eine richtige Burg sehe. Aber so ungern wie ich reise, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen reise ich lieber in Kingdom Come Deliverance und erlebe die Sachen da. So, wir können nicht mehr spurten, wir sind überladen. Na, klasse. Wegen ein bisschen Mohn. Ja, die Häuser, würde ich sagen, machen wir aber nachher, nicht? Das Umland. Hier ist ein Lager nochmal. Leben die anderen Flüchtlinge, aber sie sind natürlich alle gerade betteln. Und da ist das Sühnekreuz. Das wollte ich mir nochmal angucken. Karel Buschmann. Okay. Wenn er meint. Und in so Schluchten liegen... Hey. Oh. Ja, sorry. Liegen oft interessante Sachen. Da kann man auf jeden Fall mal gucken gehen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht abrutscht. Wo ich auch aufpassen muss, dass wir die Folge nicht zu lang machen. Und ich würde sagen, diesen Teil der Stadt erkunden wir in der nächsten Folge. Bis gleich.